Das Allerwichtigste beim Elektrodenschweißen. Ich bin eigentlich schon immer der Meinung, jeder, der ein handwerkliches Geschick hat und übt und die richtigen Faktoren kennt und die auch anwendet, der kann auch schweißen und richtig gute Ergebnisse beim Schweißen erzeugen. Das Allerwichtigste meiner Meinung nach, gerade beim Elektrodenschweißen, ist es, den richtigen Abstand zu haben. Ich habe hier mal ein Werkstück in Schwarz simuliert. Gelb ist die Schweißrichtung. Rot soll die Schweißnaht darstellen und der Strich ist die Elektrode. So, die Elektrode, man zündet ein bisschen in gelbe Richtung, geht dann wieder zurück und schweißt dann die Naht. Dabei ist es wichtig, A, man darf das Werkstück nicht berühren. Dann würde dann bräuchte der Strom ja keinen Lichtbogen mehr erzeugen, weil der Kontakt ja schon da ist. Also der Strom könnte fließen. Der Strom möchte ja immer einen Fluss erzeugen. Und da man diesen gewissen kleinen Abstand hat, wird der Lichtbogen gezündet. Dieser Lichtbogen ermöglicht uns, den Werkstoff aufzuschmelzen. Gleichzeitig schmilzt die Elektrode ab. Ich habe also die Aufgabe, die Elektrode in Richtung des gelben Pfeils langsam zu ziehen. Gleichzeitig das, was abgeschmolzen ist, nachzuführen. Und mit der Geschwindigkeit kann ich dann halt die Breite oder die Dicke der Naht regulieren. Und diesen Abstand, das muss ich hinkriegen. Da kann man nicht sagen, irgendwie 2, 3 mm oder irgendwas. Nein, ich muss es einfach lernen, den Lichtbogen zu bewerten. Ich muss lernen, ein guter Schweißer kann bewerten, was er da sieht, wenn die Elektrode abschmilzt. Ja, und geht dann näher ran, geht dann weiter ab. Und ich habe jetzt gleich noch 2, 3 Videos oder kleine Videosequenzen, die ich gedreht habe. Die werde ich noch anführen. Und auf denen könnt ihr mal genau sehen, wie der Lichtbogen aussehen muss. Also das ist der Idealzustand, knapp über der Schweißnaht. Das ist das Negative, dass halt der Masseschluss einfach da ist. Das ist halt einfach, der Stromfluss ist gegeben, da muss auch kein Lichtbogen mehr entstehen. Und das andere Extrem ist, dass die Elektrode halt viel zu weit weg ist. Dann sprüht der Lichtbogen nur noch. Das Material an der Schweißnahtstelle kann gar nicht genug aufgeschmolzen werden oder wird ungleichmäßig aufgeschmolzen. Gleichzeitig schmilzt die Stabelektrode auch so ab, dass der Zusatzwerkstoff gar nicht reicht, um die Stelle vernünftig aufzufüllen, vernünftig zu bedecken, vernünftig zu verbinden. Ja. Meistens kriege ich dann hinterher die Schlacke auch so gut wie gar nicht ab und wenn ich sie abkriege, dann sieht das Ergebnis extrem unbefriedigend aus. Dahingegen bei dem ersten, da sieht das dann hinterher so aus und die Schlacke, die kann ich ganz vorsichtig mit einer Feile oder einem Schlackehammer abschubsen, abschlagen oder abstoßen, will ich gar nicht sagen. Man braucht es einfach nur so runterschieben, vorsichtig. Da geht man nochmal schön mit der Drahtbürste rüber und dann sieht das auch gut aus. Dann kommen wir jetzt zu den Videos und werden das nochmal vernünftig begutachten. Ja, kann man jetzt sehen hier, starten wir einfach das Schweißen. Und eine Elektrode sprüht immer, du hast immer Spritzer und jetzt sieht man richtig schön, wie die Elektrode abschmilzt und das Material aufschmilzt. So muss es aussehen. Wirklich schön. Ja, man sieht auch, wie der Schweißer immer wieder nachführt und das gibt hinterher auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Man sieht schon, wie sich die Schlacke löst. Die muss jetzt einfach nur noch weggeschubst werden, sage ich immer dazu, und dann einmal übergebürstet, hat man ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Und das kriegt ihr auch alle hin. Hier ist das Negativbeispiel dazu. Ja, man sieht schon, wie der Lichtbogen sehr unsauber brennt. Das ist natürlich ein sehr extremes Beispiel. Das kriegen nur wirkliche Experten hin. Da verbindet sich nichts vernünftig. Da kriegt man hinterher die Schlacke nicht vernünftig ab, nichts. Da kann man kein vernünftiges Ergebnis. Und das ist das Wichtigste, dass ihr das bewerten könnt und dass ihr das hinkriegt, dass ihr sagt von wegen einfach, dass ihr das seht und dementsprechend die Elektrode nachführt. Das kann man auch nicht lernen. Man kann zwar jetzt einen daneben stellen, der euch hier 120 Ampere einstellt bei der Elektrode und genau sagt schneller, schneller, langsamer, tiefer, höher. Aber im Endeffekt muss man das selber lernen. Man muss eine Naht ziehen auf einem alten Schrottstück,
muss den Lichtbogen bewerten können. Das ist der erste wichtige Faktor, den man hat. Man muss einfach sehen, ja, das ist gut, was ich da mache. Danach guckt man, wie sich die Schlacke ablöst und dann guckt man sich die Qualität der Naht an, der eben gesehen, wie das aussehen muss. Und dann kann man sagen, schneller schweißen, langsamer schweißen, ja, bisschen mehr Strom, bisschen weniger. Aber diesen ersten wichtigen Faktor ist wirklich, diesen Lichtbogen zu bewerten.